Hallo meine Lieben, hier stehen wir vor einem spannenden Haus direkt am Marktplatz, nämlich vor der alten Ratswaage oder der alten Stadtwaage. Dieses Gebäude wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gebaut und dort hatte man das städtische Eichamt, sprich die Stadtwaage, untergebracht. Städtisches Eichamt oder Stadtwaage, wofür brauchte man das eigentlich? Das war ganz einfach. Und zwar hatte man in den früheren Jahrhunderten in jeder Region, in jeder Grafschaft, in jedem Königreich eigene Maße und Längeneinheiten. Und die musste man natürlich irgendwie miteinander in Verbindung bringen oder vergleichbar machen, damit, wenn zum Beispiel jemand aus Köln hier auf dem Lemgoer Markt irgendwas angeboten hätte und hätte gesagt, das ist irgendwie eine Elle oder das ist ein Pfund, und das Lemgoer Pfund hätte aber irgendwie wirklich was anderes gewogen, dann hätte man das irgendwie vergleichbar machen müssen. Und so hat man dann in diesen Eichämtern quasi eine Leitmaßeinheit und ein Gewicht hier vorrätig gehabt, dass man dann die Auswärtigen, die Ausländischen, also die außerhalb von Lippe herkamen, Maße und Gewichte und Längeneinheiten angleichen und überarbeiten bzw. ja, miteinander verrechnen konnte, dass man auch vernünftige Preise für vergleichbare Waren entrichten konnte. Das fand also hier statt. Ursprünglich war diese Stadtwaage, dieses Eichamt, in der Neustadt untergebracht, und zwar in der ehemaligen Heilig-Geist-Kapelle, die ja bekanntlicherweise nach der Reformation aufgelöst worden war und wo man dieses Eichamt für einige Jahrzehnte dann untergebracht hatte. In diesem Haus war aber noch etwas anderes Besonderes, nämlich im 17. Jahrhundert war dieses Haus in Besitz der Familie von Maria Rampendahl und ihrem Ehemann. Die wohnten also hier. Und die Maria Rampendahl war ja bekanntlicherweise die letzte Frau, die man hier in Lemgo der Hexerei angeklagt hatte und die diesen Prozess auf eine sehr spektakuläre Art und Weise überstanden hat. Dafür in einer anderen spannenden Geschichte später noch einmal. Auf jeden Fall, dieses Haus hat dann im Laufe der nächsten folgenden Jahrhunderte immer wechselvolle Geschichten gehabt. Und seit der Zeit um 1900 war hier immer eine Gastwirtschaft drinne, so auch bis in die heutige Zeit. Und in den nächsten Tagen dürfen ja die gastronomischen Einheiten, wie es so schön heißt, wieder aufmachen. Und ich denke, da können wir uns alle in und vor und neben dem Stadtlicht alle nochmal wieder treffen. Bis bald!